Ihr habt wahrscheinlich auf den Videotitel geklickt und denkt euch einfach nur, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Ich bin gespannt, worum dieses Video geht, denn das kann der Typ nicht ernst meinen. Wie will er denn Rallye-Leiter werden? Doch, verwunderlicherweise, ihr kennt mich Leute, ich mache kein Clickbait. Also ich glaube, in meinen 450 Videos habe ich nicht einmal irgendeinen Titel benutzt, der nicht wirklich zum Video gepasst hat oder der nicht der Wahrheit entsprochen hat. Das ist nicht so mein Ding. Ich will wirklich Rallye-Leiter werden. Ich habe mir hier auch mega viele Notizen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr es seht, doch ich denke, ihr könnt es sehen. Ja, ist eine Sauklaue, aber ist ja auch nur für mich. Wir werden heute einiges besprechen, wie ich das schaffen will, was für eine Art Rallye-Leiter, denn natürlich werde ich jetzt kein Rallye-Leiter für Baron oder Gralschlachten. Ich werde keine Wunder Bäume forschen, ja, aber ich mein's wirklich ernst. So eine Art Ersatz-Rallye-Leiter, ja, will ich auf jeden Fall werden und wie ich dorthin kommen werde oder wie das Projekt aussehen soll, das werde ich euch jetzt hier in dem Video erklären. Ich habe mir alles aufgeschrieben, es wird etwas mehr zu besprechen sein. Wir werden natürlich jetzt gleich kurz die Rahmenbedingungen besprechen. Wie möchte ich das erreichen? Was ist mein Ziel? Also so von Werten her, für welche Truppenart überhaupt? Natürlich werde ich auch jetzt nicht Rallye-Leiter für drei Truppenarten, ja, also für Fern, Inf und Kaff, sondern ich habe mir eine davon ausgesucht, ja. Ihr wisst, mein Budget ist jetzt nicht 10.000 Euro oder so. Dann natürlich, was ich dafür tun muss noch, also welche Forschung will ich auf jeden Fall noch machen, bevor ich mich, sage ich mal, an Rallyes rantraue. Ja, welches Set will ich überhaupt bauen, ja, und wie werden meine Juwelen dort drin aussehen, bis wann gebe ich mir Zeit dafür und welche Helden und Begleiter will ich dafür hochziehen, ja, das werden wir heute, und vor allen Dingen auch, was ganz wichtig ist wahrscheinlich für die meisten, was für Pakete werde ich kaufen, um dorthin zu kommen. Das werden wir heute alles besprechen. Ich werde das Video nicht schneiden, ich werde es einfach in einem durchlabern. Es ist 800 Grad hier in der Bude und ich bin gerade viel zu faul, das Video zu schneiden. Also holt euch was Kühles zu trinken und genießt, ja, sag ich mal, die Unterhaltung. Ja, wir beginnen nochmal direkt mit den Rahmenbedingungen. Also ich gebe mir Zeit bis zum 24. Dezember, so habe ich jetzt das Projekt, sage ich mal, ausgerufen. Marcel möchte, ich nenne es mal Ersatz-Rallye-Leiter werden, weil natürlich wird es bei uns in der Gilde einige geben, die dann trotzdem, auch wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe, ein besseres Set haben werden und dann natürlich als erstes immer gefragt werden, wenn gestartet werden soll. Also ich gebe mir bis zum 24. Dezember Zeit. Budget wird immer so circa 150 Euro pro Monat sein, vielleicht mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Kommt natürlich auch drauf an, das, was in Streams gespendet wird, werde ich natürlich auch in dieses Projekt stecken. Ihr habt ja auch so immer ab und zu in Streams gespendet, auch ohne, dass ich so ein Projekt ausgerufen habe. Jetzt wisst ihr, worin, sage ich mal, die kleinen Spenden im Stream in Zukunft reingehen. Die werden dann natürlich in dieses Projekt reingehen, dass ich vielleicht ein Rallye-Leiter werde. Und ich will natürlich auch kein High-End-Rallye-Leiter werden, habe ich gerade schon zu Anfang gesagt. Das heißt, ich will eine gute Rallye auf Spieler starten können. Mir geht es jetzt nicht um Feste oder Wunderkampf. Ja, da werde ich nicht die Forschungsbäume forschen, die man dafür braucht, und werde auch keine Uraltbücher großartig cachen. Aber dazu kommen wir gleich. So, erstmal mein Ziel. Ja, mein Ziel wird es sein, ein Full-Fernkampf-Set für mich zu bauen. Ja, und gleichzeitig natürlich auch ein Mixset zu haben. Warum habe ich jetzt das gemacht? Und natürlich gleichzeitig auch ein Mixset zu haben, um Rallyes steffen zu können. Ja, weil ich werde dann irgendwann mal wahrscheinlich auch in dem ein oder anderen Königreich auch mal ein paar Nächte ohne Schild stehen bleiben. Ja, und mir mal einen Wecker stellen, damit ich, sage ich mal, auch meinen Altar hochpushen kann. Aber mein Ziel ist ein Full-Fernkampf-Set, weil ich denke, Full-Kaff macht jeder. Ja, das ist mir zu langweilig. Full Infanterie ist auf jeden Fall viel zu teuer und Full Fernkampf habe ich schon halbwegs gute Voraussetzungen, dadurch, dass ich bei den Drachenschattenschuhen sehr, sehr weit bin. Also ich denke mal, die werde ich auf jeden Fall bis Dezember auf Mystisch kriegen zum Beispiel. Dann die Pesttauchringe sind jetzt nicht so teuer und die Jobrate bei den ätzenden Gift ist auch jetzt nicht so schlecht. Deswegen also so ein Fernkampf, Full Fernkampf Set kann man sich schon mal machen. Und ich denke, da habe ich auch schon ganz gute Voraussetzungen. Ich habe zum Beispiel schon 8 goldene Fernkampfjuwelen, also das ist auch kein Problem. Die habe ich schon. Ich habe auch schon ein paar Lindwurmjuwelen, ich glaube insgesamt 2 goldene. Ja, das heißt, dafür habe ich schon halbwegs gute Voraussetzungen. Deswegen, ich werde mich komplett auf Full Fernkampf konzentrieren.
Das schon mal zu der Rahmenbedingung. Dann, ich werde mir Wächter des Waldes auf Gold ziehen bis Dezember. Ja, der ist momentan auf Grün und habe schon 10 Medaillen. Ja, ich werde mir immer 5 und 21 Euro Pakete kaufen und dann mal gucken, was dann am Ende noch übrig bleibt, am Ende Dezember, was ich dann noch durchkerschen muss. Vielleicht kann ich ja auch ein bisschen bei IGG rumheulen, ich glaube aber nicht. Helden geben die leider nicht raus, auch wenn ich schon seit 3 Jahren Videos für die mache. Die werden mir da leider keine Medaillen geben. Aber wer weiß, ja. Ich versuche es erstmal mit 5 und 21 Euro Paketen und guck mal, wie weit ich bis Dezember komme dann und schau da mal, wie viel dann noch fehlt, ja. Das ist auf jeden Fall Wächter des Waldes, ganz klar. Ein richtig geiler Fernkampfheld, den will ich auf jeden Fall dabei haben, weil nur mit Free-to-Play-Helden sich Ersatz-Rally-Leiter zu nennen, ist Schwachsinn. So, dann will ich natürlich viele Forschungen auf 10 noch ziehen, die auch für... Ich mache mal den Chat weg, die auch für Rallyes sinnvoll sind. Zu den Forschungen, die werden wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Da gibt es natürlich einige Sachen, die ich noch machen will. Ich will natürlich 4 Fernkampfbegleiter für den Angriff haben. Also Trickster habe ich ja jetzt schon. Also wie gesagt, meine Voraussetzungen sind gar nicht mal so schlecht. Ne? Trickster habe ich ja jetzt schon auf 3. Da geht schon bald die Fähigkeit auf 4. Also den werde ich in spätestens... Ja, den werde ich auf jeden Fall noch vor November auf Level 10 kriegen, denke ich. Ja, wenn ich das ein oder andere 5-Euro-Paket mitnehme. Die Höllen-Events mache ich schon ganz fleißig. Nur damit ihr seht, da ich auch ernst meine. Ich habe in den letzten 24 Stunden circa 14 Höllen-Events gemacht, ja. Ich habe, glaube ich, 9 Millionen Forschungsmacht dazu bekommen. Ich habe ein paar T4 gepusht. Also ihr seht, ich bin jetzt von 378 Millionen Macht. Vom letzten Video war das, glaube ich. Könnt eher nachsehen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Macht ich da hatte, bin ich jetzt auf mittlerweile 404 Millionen Macht. Also ich meine es wirklich ernst, ja, also es ist kein Clickbait. Ob ich es schaffe, sei da dahingestellt. Also ich setze mich jetzt hier nicht hin und sage, dass ich es hundertprozentig schaffen werde, ja. Es kommt natürlich auch darauf an, ich denke mal mit meinen 700 Euro alleine wird es nicht reichen, ja, aber vielleicht durch die eine oder andere Spende im Stream oder vielleicht durch das ein oder andere Event von IGG, vielleicht, wo sie mir ein paar Gems oder sowas zur Verfügung stellen, schaffe ich es oder ich schaffe es halt nicht, ja. Aber das ist so bis jetzt das Ziel. Dann will ich natürlich Watcher auf Gold kriegen, ja. Wie gesagt, ich will ja auch mein Mixset und wie ich Rallys deffen kann verbessern, damit ich auch mal im Königreich mal eine Woche ohne Schild stehen kann. Also jetzt in einem Königreich, wo nicht die LH-Familie ist oder SGK. Ja, damit ich da auch meinen Altar hochboosten kann, das ist natürlich auch ein Ziel. Und das sind so die Rahmenbedingungen. Zum Schluss werde ich euch erklären, wie ich das alles, also welche Pakete ich kaufen werde mit meinem Budget, das ich mir selber gegeben habe, damit ihr auch seht, ja, wie ich dorthin kommen möchte. Aber jetzt möchte ich mit euch über die Punkte reden. Einmal Forschung, dann wie wird mein Set aussehen und welche Juwelen wird es haben und welche Begleiter werde ich nehmen. Ja, das sind so die Dinge, die wir jetzt noch durchgehen werden, bevor wir dann zu den Paketen kommen. Forschung, ganz klar, wie ist da die chronologisch richtige Reihenfolge? Also ich will natürlich Demoralisieren auf 10 haben, ja. Jetzt braucht mir niemand in die Kommentare schreiben, ja, weißt du, wie lange Demoralisieren 10 dauert? Ja, ich habe den Screenshot von Demoralisieren, Sabotieren 10 und Plage 10 bestimmt in den letzten 5 Monaten oder in den letzten 12 Monaten bestimmt schon 20 oder 30 Mal zugeschickt bekommen. Ihr wisst aber auch, dass ich in meinem Rucksack einiges an Speed-Ups habe. Natürlich reichen diese Speed-Ups nicht mal annähernd dafür aus, um jetzt hier zu Demoralisieren 10 zu kommen. Aber ich sag mal so, wenn ich es wollen würde, könnte ich auf jeden Fall die 3 Forschungen hier schon mal direkt alle auf 10 machen und das hier schon mal bis 6 durchpushen, wenn ich wollen würde, ja. Natürlich weiß ich, dass dann die letzten 4 noch länger dauern werden, aber wie gesagt, das Projekt soll bis Ende Dezember gehen und nicht morgen fertig sein. Also das sind schon mal die Forschungen, die ich machen möchte. Dann natürlich zusätzlich auch Begleiterkämpfe bin ich, denke ich, schon, würde ich mal jetzt einfach so in den Raum schmeißen, weiter als 90-95% von euch, die gerade zusehen. Also da habe ich Gas gegeben. Ich will natürlich 4 Fernkampfbegleiter für den Angriff haben. Ihr seht es, ich habe hier wirklich Gas gegeben. Dafür muss ich hier alles auf 7 bekommen. Das wird aber auf jeden Fall gar kein Problem sein bis Dezember. Ja? Also ich sag mal so, die halbe Miete habe ich mindestens schon. Und Uraltbücher kaufe ich auch immer, dieses 5-Euro-Paket, wo es 300 Uraltbücher gibt. Ein paar Uraltbücher habe ich auch noch. Wie ihr seht, habe ich hier auch schon einige verwendet. Das ist ja jetzt hier schon alles auf 6. Also das wird kein Problem sein, die 4 Begleiter freizuschalten.
Und ich will, um auch meine Gilde unterstützen zu können, das hat jetzt zwar nicht viel mit dem Ready-Leiter zu tun, aber ich will auf jeden Fall Helm, Heiliges Siegel freischalten. Ja? Das sind so die Sachen, die ich machen will. Demoralisieren auf 10 bis Dezember, werde ich schaffen. Begleiter, also den vierten Begleiter-Slot freischalten für Angriffe und für Steffen, werde ich auch schaffen. Und Heilige Siegel, den Helm, ja, werde ich auch schaffen. So, also mit Überforschung mache ich mir keine Sorgen. Kommen wir zum Set. Ja, ich gehe das jetzt einmal durch, werde euch auch realistisch sagen, was ich glaube, was ich schaffen kann. Auch hier, schon nochmal gezeigt, ja. Ich bin schon am Sparen dafür. Ihr seht es, ja. Ich mache hier keinen Joke. Ich mache hier wirklich keinen Joke. Ich will das wirklich probieren. Ich habe gerade irgendwie wieder richtig Bock auf Lords Mobile und dachte mir, warum nicht? Das so als kleines Community-Projekt, wie gesagt, 150 Euro von mir auf jeden Fall jeden Monat und das, was von den Streams noch zusammenkommt, wird auf jeden Fall auch reingesteckt. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Wenn wir es bis Dezember nicht schaffen, dann schaffen wir es vielleicht bis Februar oder so. Aber auf jeden Fall ist das das Ziel. So, nochmal das als kleiner Beweis, dass ich hier nicht irgendwie einfach nur jetzt mir einen Videotitel ausgesucht habe, um jetzt irgendein Video zu machen, was vielleicht viele Aufrufe kriegt, sondern ich meine es wirklich ernst. Ihr habt es gesehen, ich spare schon an Kisten. Also Drachenschattenschuhe will ich mir machen. Da ist zum Glück die Droprate beim glühenden Auge 10%. Also das ist gar nicht mal so unrealistisch, die Drachenschattenschuhe. Wenn ich jetzt dann auch mal wirklich kontinuierlich ein bisschen cashe, die auf mystisch zu kriegen, das wird nicht das große Problem sein. Also das ist auf jeden Fall das Ziel. Ja, wie gesagt, ich bin schon die Hälfte vor Gold. Da fehlt natürlich noch einiges und natürlich auch das Gelbgold muss zusammenkommen, aber das ist das Ziel. Hier, das wird so ein kleines Manko sein. Hier wollte ich erst gehärteter Panzer, aber dann habe ich mir überlegt, nee. Also Bienenkönigin, Droprate, das ätzende, also nicht das ätzende Gift, Marcel. Das Bienenkönigin-Gift, ja, das ist auf jeden Fall zu schlecht. Also 3%, da müsste ich so viele 5 und 21 Euro Pakete in den nächsten Monaten von Bienenkönigin kaufen, damit ich da den gehärteten Panzer auf Gold kriegen kann. Auf Lila ist der echt nicht so gut. Und auf Lila kann ich mich dann auf jeden Fall nicht Rallye-Leiter nennen oder Ersatz-Rallye-Leiter. Deswegen, das habe ich direkt schnell verworfen. Über Champions-Set brauchen wir nicht reden. Ja, das fällt natürlich auch bei mir weg. Also werde ich mir tödlicher Umhang auf mystisch besorgen. Ja, also bis jetzt mein Ziel, Drachenschattenschuhe mystisch und tödlicher Umhang mystisch. Helm werde ich Lindwurmkrone auf Gold ziehen. Das wird auch kein Problem sein. Da fehlt nicht mehr so viel. Ja, also die drei Sachen sind schon relativ realistisch. Da ist jetzt nicht sag ich mal, viel Wohlwollen dabei, sondern das wird machbar sein. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Schädelspalter will ich natürlich gerne auf Gold kriegen, wird aber schwierig. Ist aber mein Ziel, ja, aber dafür brauche ich halt wirklich 9 goldene Teufelzähne. Momentan habe ich, glaube ich, 1. Das fehlen also noch 8. Mal schauen. Ich bin skeptisch. Wie gesagt, ansonsten wird das Projekt halt verlängert. Dann wird es halt nicht bis Dezember machbar sein. Aber das ist erstmal so das ausgeschriebene Ziel. Wo sind wir jetzt? Schildhand. Ja? Schildhand bleibt ewiger Kodex. Also ich werde auch mehr Pakete vom Sensenmann kaufen. Natürlich wird Materialwahnsinn dabei sein. Sommerpaket werden wir gleich alles besprechen, was für Pakete ich kaufen will. Aber Sensenmann wird natürlich auch noch zusätzlich zu Materialwahnsinn, zum Sommerparty-Paket und so weiter, wird auch nochmal da das ein oder andere 5-Euro-Paket mitgenommen, weil ich ja auch den tödlichen Umhang in mein Fernkampfset einbauen werde. Und das heißt, da brauche ich einmal die verfluchten Schädel für den ewigen Kodex. Ja, sind doch, die heißen doch verfluchter Schädel, ne? Ja, genau. Von Sensenmann und natürlich auch nochmal für meine Brust, für den Umhang. So, deswegen muss ich da natürlich auch die 5-Euro-Pakete mindestens mitnehmen. So, als Accessoires, das ist natürlich das Gute beim Fernkampfset. Da nimmt man einfach 2 Pestauchringe, die sollen auf möglichst beide Gold sein. Ja, das werde ich, denke ich, auch hinkriegen. Und ich nehme Becher der Weisheit auf Lila. So, das ist mein Set. Ich gehe jetzt nochmal durch, also was ich erreichen will. Ich gehe jetzt nochmal durch, mystische Drachenschattenschuhe, mystische tödlicher Umhang, Lindwurmkrone Gold, Schädelspalter Gold, ewiger Kodex Gold, 2 Pestauchringe Gold und Becher der Weisheit Lila. Natürlich 8 goldene Fernkampfangriffsjuwelen drin, die habe ich jetzt schon, ja, also da muss ich nichts cashen, die sind jetzt schon da. Dann mindestens 1, eher sogar 2 goldene Lindwurmjuwelen, Rest Lila.
Und natürlich, wie war nochmal der Name des anderen Juwels, was Fernkampftrefferpunkte gibt? Das war, glaube ich, Düsterjuwel, oder? Müssen wir noch einmal kurz nachgucken. Düsterjuwel, ja. Und natürlich so zwei goldene Düsterjuwelen und Rest lila. Das ist so mein Ziel. Nicht wundern, die habe ich gerade schon verteilt. Ich habe davon schon ein paar. Das ist so mein Ziel fürs Set. Ja, das wird dann auf jeden Fall schon klatschen mit den Begleitern zusammen. Zu denen kommen wir auch jetzt. Ja, und dann werden wir über die Pakete reden. So, Begleiter. Ganz klar natürlich Trickster. Geht jetzt auch vorm KVK, wird der auf jeden Fall bei mir noch auf Level 4 gehen, hier seine Fähigkeit. Ich denke, ich werde so bis Ende Oktober brauchen, um ihn hier auf Level 10 zu haben. Ja, um seine Fähigkeit dann auch auf Level 10 zu haben. Ich werde mir auch das ein oder andere 5-Euro-Paket mal gönnen. Und ich bin sehr aktiv in Höllen-Events. Wie gesagt, die letzten 24 Stunden habe ich 14 Höllen-Events gemacht. Das werde ich natürlich jetzt nicht durchziehen, die nächsten Wochen. Aber nur, dass ihr seht, so, wenn ich aktiv bin, dann kann da schon einiges mal bei rumkommen. Also der ist natürlich klar. Dann Full Fernkampf ist auch klar, dass Strix dazugehören wird. Ne? 10% für 10 Sekunden. Ne, 80% für 10 Sekunden. Fernkampftreffer... Ne, warte mal, Strix ist falsch. Wo war nochmal der Held, der Fernkampftrefferpunkte gegeben hat? Da muss ich einmal hier nachgucken. Strix war ja für Kavallerie. Schauen wir mal, war das Zauberer? Ja, hier. Zauberer wird natürlich der zweite Begleiter sein, den ich dann hoffentlich schon auf Level 10 haben werde im Dezember. Wird, denke ich, auch nicht das Problem sein. Wie gesagt, bis Oktober gebe ich mir mit Trickster. Zauberer ist dann ja ein bisschen billiger, sollte auf jeden Fall dann auch schon zu Dezember auf Level 10 sein. Die nächsten beiden werden dann natürlich nicht auf Level 10 sein, außer ich habe ein bisschen Glück, was hier mein Handelsschiff angeht und kriege da oft Talentkugeln und ja, mach viele Höllen-Events mit, mal schauen. Aber die beiden werden auf jeden Fall 100%ig Level 10 sein. So, als nächstes natürlich Gnom, einfach um nochmal ein paar Fernkampf-Angriffspunkte mehr zu haben. Als vierten habe ich mir jetzt noch ein bisschen offen gelassen, weil ich noch nicht genau weiß, wie gut zum Beispiel die Megamade ist, ja. Also solche, wie gut die Begleiter sind, die betäuben. Denn, ja, das will ich noch ein bisschen abwarten. Und vor allen Dingen werden ja, denke ich, bis Dezember auch noch ein Update kommen, wo neue Begleiterfähigkeiten für die Begleiter, die jetzt gerade noch keine Fähigkeit haben, freigeschaltet werden. Deswegen den vierten Punkt will ich jetzt noch nicht, oder den vierten Begleiter will ich jetzt noch nicht nennen, weil ich denke, der würde sich sowieso noch ändern mit den ganzen Erfahrungen und mit den ganzen Updates, die jetzt dann noch bis Dezember kommen. Aber die drei sind auf jeden Fall gesetzt für Fernkampf. Und ja, den vierten, da schauen wir mal. So. Das hätten wir schon mal besprochen. Ihr seht also, da ist ein Plan hinter. Jetzt kommen wir zu den Paketen. Ja, ich lasse einfach mal das Profil offen, weil Pakete kann ich euch jetzt nicht so viel zeigen. Ich kann trotzdem mal in den Shop gehen, aber die meisten Pakete werden gerade nicht da sein. Natürlich werde ich mir jedes Mal Materialwahnsinn holen. 21-Euro-Paket, ja. Allein schon für mein Mixset, aber auch beim Materialwahnsinn sind ja Dinge dabei, die ich sowieso brauche, wie Lindwurmtruhen, wie Madentruhen, dann Höllenherzogtruhen, Sensenmanntruhen brauche ich ja alles, Pechschwingtruhen brauche ich, ja, Bienenkönigin-Kiste jetzt nicht so, aber Bonviante-Kisten und mal schauen, was wir sonst noch so aus den anderen Sachen dann ziehen. Also Materialwahnsinn, 21-Euro-Paket wird immer dabei sein. Ja, also pro Monat, ich weiß nicht, ob ich es mir zweimal pro Monat hole, ja, schauen wir mal, ich werde jetzt auch erstmal gucken, wie ich mit dem Budget hinkomme, wie oft die einzelnen Pakete kommen. Da muss ich mich ja jetzt auch ein bisschen eingrooven. Ihr wisst, ich war, also die Hälfte meiner Spielzeit war ich ein Free-to-Play-Spieler. Ja? Also ich bin da jetzt nicht so bewandt, was die Pakete angeht, wie oft die kommen, wie die Rotations sind und so weiter. Deswegen so ein bis zweimal im Monat Materialwahnsinn. Dann natürlich Sommerparty, also so das kleine Materialwahnsinn quasi, ist jetzt gerade nicht im Shop drin, glaube ich zumindest. Also dieses 5-Euro-Paket, wo es dann auch ordentlich Kisten gibt, ja, das werde ich mir auch holen. Dann 5 und 21-Euro-Paket von Wächter des Waldes, haben wir gerade schon besprochen, ist ja klar, weil ein Fernkampffeld will ich auf jeden Fall haben für meine Fernkampf-Rallys dann, denn ja, nur mit Free-to-Play-Helden ist ein bisschen billig. So Materialwahnsinn muss ich mir auch noch gönnen.
Ja, so viel dazu. Dann natürlich auch das ein oder andere Mal das 21 € Gelb-Gold-Paket. Ich weiß jetzt nicht, wie oft ich es in diesen 4 Monaten kaufen werde, ob jetzt 3, 4 oder 5 Mal. Aber ich muss es natürlich holen, weil ansonsten kriege ich nicht die Drachenschattenschuhe auf Mystisch, nicht den tödlichen Umhang auf Mystisch. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja sogar, einen Pestauchring auf Mystisch zu kriegen, je nachdem, wie viele Sachen wir da jetzt in den Monaten zusammenkriegen mit dem Budget. Und ja, wie sehr ihr das Projekt auch unterstützen wollt. Ne? Wie gesagt, muss niemand spenden in den Streams, ja, absolut nicht. Mein Budget ist 150 €. Wir gucken, wie weit wir damit kommen. Ja, mit jeder Spende geht das Projekt schneller, aber ansonsten ziehe ich das auch alleine durch. Klar. Ne? Ihr sollt jetzt, ihr seid, also die Community ist jetzt nicht dazu da, meinen Account irgendwie krass zu machen. So, ihr kennt mich, ne? Dann 5 € Sensenpaket. Also Sensenmann-Paket haben wir schon gerade besprochen, muss ich natürlich holen, weil wir müssen den tödlichen Umhang auf Mystisch kriegen und wir wollen natürlich auch den ewigen Kodex auf Gold kriegen. Das wird nur mit den Kisten aus dem Materialwahnsinn und aus der Sommerparty, wird das auf jeden Fall nicht reichen. Dasselbe gilt für die Maden-Truhen. Ja, die werde ich auch noch zusätzlich mit 5 € Paketen cashen, vielleicht auch das ein oder andere Mal mit einem 21 € Paket, weil die Pestauchringe sind schon sehr wichtig und wir haben 2 davon, die wir hochziehen müssen und man braucht da auch einiges an, ja, ätzenden Gift, auch wenn das ätzende Gift natürlich eine gute Droprate hat. Also ist jetzt nicht so wie bei Bienenkönigin Gift, dass es nur 3% ist oder so. Die genaue Droprate habe ich jetzt nicht im Kopf. Ob sie jetzt 7% oder so sind, weiß ich gerade nicht mehr. Aber die war auf jeden Fall schon um einiges besser. Und natürlich auch werden wir uns das ein oder andere Pechschwingenpaket holen, weil, also die Drachenschattenschuhe auf Gold zu kriegen, das werde ich, denke ich, nur mit den Kisten aus Materialwahnsinn und so weiter schaffen. Aber dann auf Mystisch zu kriegen, das wird noch mal ein bisschen dauern. Auch da haben wir das Glück, dass die Droprate halt 10% ist beim glühenden Auge. Das war auch eine, ja, das war auch ein Beweggrund, warum ich mich fürs Fernkampfset entschieden habe. Ja, weil man da wirklich Teile hat oder da muss man zum größten Teil Kisten cashen, die jetzt halbwegs eine gute Droprate hat. Außer man nimmt jetzt irgendwie für die Accessoires dreimal Becher der Weisheit. Ja. Und man nimmt für die Brust irgendwie die Championsbrust, ja, dann, oder gehärteter Panzer. Dann wird es natürlich auch teuer, aber muss man ja nicht. Man kann es ja auch so wie ich machen, ja. Dann ist man zwar ein paar Prozente schlechter, aber am Ende kommt man dann ein paar 1000 € billiger weg. Ja, und das sind mir die paar Prozente nicht wert. Und Infanterie brauchen wir nicht drüber sprechen. Full Infanterie Set, ja, mit Terrorschild, dann musst du eigentlich dort, ja, 2 Becher der Weisheit mitnehmen, ja, weil ich finde jetzt die Terrorparfüme sind jetzt nicht so geil, aber selbst bei den Terrorparfümen ist auch dort die Droprate nur 3% für die Terrordorn-Saat. Also Infanterie wäre nochmal um einiges schwieriger gewesen und teurer gewesen. Ich denke wirklich, dass das was werden kann, ja. Ich glaube, dass ich das schaffe. Ob ich es bis Ende Dezember schaffe, ist so eine Sache. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie das mit dem Wächter des Waldes aussieht. Wie gesagt, ne, der wird diesen Monat auf jeden Fall auf Blau gehen und noch ein paar Medaillen mehr. Aber gerade dann von Lila auf Gold wird es dann natürlich noch ein bisschen dauern. Und ich weiß nicht, wie weit ich da in den nächsten 4,5 Monaten mit 5 und 21 € Paketen kommen werde. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Aber das ist so der grobe Pfad und das ist so das Ziel. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare da lassen, was ihr davon haltet. Und gerne bitte dem Video auch einen Daumen nach oben geben, damit ja unsere Community größer wird. Und ich denke mal, viele von euch haben da auch Bock drauf. Es wäre natürlich viel interessanter, die KVKs, viel interessanter meine Videos, wenn ich auch das ein oder andere Mal jetzt auf einen nicht so starken Spieler eine Rallye starten könnte. Ja, ich denke mal, mit dem Set, also wenn ich das wirklich 1:1 umsetzen würde und dann nochmal mit dem Wächter des Waldes und mit den Begleitern, kann man schon die ein oder andere Rallye starten. Ja, natürlich bin ich dann, wie gesagt, noch kein High-End-Rallye-Leiter, aber ein Rallye-Leiter. So. Und ja, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen bitte. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und viel Spaß beim Lords Mobile Zocken. Wir hören uns, Freunde. Ciao.